Hallihallo Nordrhein-Westfalen, hier sind wir natürlich NRW Live am heutigen Freitag, wie ihr es gewohnt seid, bis 19.40 Uhr. Heute ein kleines bisschen anders, etwas andere Besetzung heute mit, ich würde sagen, Sport und Klickblick kombiniert und natürlich Lifestyle. Und bei Lifestyle gibt es heute, freue ich mich sehr darauf, richtig gute Musik, vor allen Dingen eine richtig gute Musikrichtung, Vollgas. Rock'n'Roll, ich freue mich sehr, dass die Jungs hier sind. Die Band Kerbholz ist hier, auf der einen Seite Henning Münch, Schlagzeug, und hier vorne neben ihm sitzt natürlich Torben Höfgen, Gesang. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Eigentlich seid ihr ja zu viert. Die anderen beiden werden wir gleich natürlich auch noch vorstellen, weil ihr werdet dann auch einen sehr, sehr schönen Song natürlich bei uns performen. Handgemachter Rock'n'Roll. Ihr kommt aus Ruppichteroth, eine kleine, aber feine Gemeinde in der Nähe von Bonn. Und gerade schon gesagt, Vollgas Rock'n'Roll, das sagen die Fans über euch. Das sagt ihr aber auch selbst. Seit 2003, ich glaube, da habt ihr euch gegründet. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Ihr kennt euch ja wahrscheinlich schon seit unglaublich langer Zeit, oder? Ja, hallo erstmal. Wir sind zusammengekommen. Eigentlich ist der ganze entstanden aus einer Freundin. Ja. Aktion. Also einmal angefangen, uns Musik zu machen. Adam und ich waren so die Ersten, ja, die gesagt haben, wir machen zusammen, lass uns zusammen treffen, was Gitarre spielen. Ich spielte damals Akustikgitarre, eher E-Gitarre. Da haben wir ein bisschen rumgetüftelt, dass da mal sowas draus wird. Hätte zu dem Zeitpunkt gar kein Mensch gedacht. Dann hatte man damals so komplett andere Besetzungen, andere, ja, Schlagzeuger, anderen Bassisten. Haben wir einfach alles Mögliche probiert. Ne? Vom Covern, natürlich fängst du erst mal an mit Covern. Ne? Genau, da habt ihr so ein bisschen angefangen. Ihr habt so ein bisschen so eure musikalischen, wenn man so will, die musikalischen Vorbilder dann so ein bisschen nachgespielt eigentlich. Ja, ja, genau, aber querbeet. Ne? Ja. Also von Brian Adams über Bapp oder sonst irgendwas. Also da war schon ganz am Anfang, sogar wo ich alleine noch unterwegs war, da hatten Karnevalslieder sogar. Ja gut, ist natürlich, wir haben auch schon ein bisschen was zu trinken natürlich. Ihr habt gleich auch noch ein Gastgeschenk, habe ich schon gesehen. Ja, ja, wenn wir, ja, gleich, müssen wir ein bisschen aufpassen hier in Düsseldorf auf jeden Fall mit diesem Gastgeschenk. Aber ihr seid über die Grenze auf jeden Fall gekommen damit. Ja, ja. Aber ich weiß, ob die Tasse extra wegen uns gekauft habt, hatte ich ja. Der Kölsche Krat, der war mal bei uns zu Besuch, ja. Der hat ja auch ein bisschen gesungen, war eine richtig, richtig schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber ihr habt es ja wirklich geschafft und das ist ja gerade das Krasse. Also der Anfang war natürlich, es war ein harter Weg. Proberaum, Probekeller, unzählige Kneipen-Gigs natürlich dann auch. Und das war wirklich dann auch so die letzten 12 Jahre. Es war anstrengender Weg natürlich auch, aber natürlich auch sehr viel Spaß gehabt. Aber irgendwann habt ihr euch natürlich auch einen gewissen Headliner-Status erspielt und dreht mittlerweile auch vom großen Publikum auf und habt es ja sogar auch bis nach Wacken, also bis aufs Platteland nach Schleswig-Holstein gebracht. Jawohl, und das Geile ist, auch in diesem Jahr werdet ihr wieder in Wacken dabei sein. Das ist ja eine richtig coole Nummer. Sehr lang. Ja, da freuen wir uns auch tierisch drauf. Also das wird wieder ein Highlight des Jahres werden, denke ich mal. Ne? Also auf jeden Fall. Das war damals schon ein Erlebnis, also wo ich auf einmal hieß, wir spielen auf Wacken, das war natürlich, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, wie wir gewohnt sind, ne? Aber hat super geklappt, damals riesig Spaß gemacht und da freue ich mich jetzt schon drauf wie ein kleines Kind, also wir alle. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Wir werden gleich natürlich auch noch ein paar Bilder sehen, vor allem auch von einem anderen Festival, wo ihr gespielt habt, auf dem Summer Breeze im vergangenen Jahr. Ja. Da habt ihr eine sehr coole Nummer performt aus dem Werner-Film. Finde ich auch sehr, sehr geil. Aber noch mal ein bisschen zurück zur Musik, musikalischen Einfluss, haben wir gesagt, habt ihr am Anfang gespielt. Und dann kam, ich glaube 2006 kam eine CD auf den Markt, eine sogenannte Split-CD war das, die hieß Heimvorteil. Genau. Und direkt daraufhin kam dann auch wirklich euer erster Plattenvertrag um die Ecke. Damals noch beim Label Asphalt Records war das. Genau, es ging ziemlich schnell. Diese Split-CD ist ziemlich gut angekommen. Die haben natürlich überall verschickt und versucht, irgendwo unterzukommen. In diversen Internetreisen ist es immer gelaufen und dann ist auch so ziemlich die Fanbase ziemlich schnell gewachsen bei uns. Ja. Und da waren wir auch selber sehr überrascht drum. Also das war auch niemals ein Plan, eigentlich außerhalb unserer Grenzen, unserem kleinen Dorf, Ruppichteroth, mal außerhalb zu spielen. Ne? Damals haben wir nur auf Geburtstagen und sonstigen Kneipen-Gigs gespielt. Aber dass wir dann auf einmal deutschlandweit unterwegs sind, zwischen Österreich, Schweiz und etc. Das ist schon echt geil. Kommt ja noch eine große Tour jetzt bald im Februar, werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Richtig. 2007, Debütalbum, Spiel des Lebens. Ja. Und dann ging es wirklich so langsam los. Verschiedene Veranstalter wurden euch aufmerksam. Und dann kamen wirklich auch bundesweite Auftritte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ihr fahrt, glaube ich, mit deinem Bus fahrt ihr dann durch die Gegend. Nee, inzwischen nicht mehr. Inzwischen haben wir uns dann auch schon so ein bisschen professioneller dann aufgestellt in der Richtung. Nee, wir haben inzwischen einen eigenen Bus und einen zweiten Bus inzwischen jetzt. Und wir haben uns inzwischen jetzt fertig gemacht und schön mobiliert und jetzt lässt sich halt gut leben unterwegs. Also nee, mit dem Dachdecker-Karren müssen wir nicht mehr fahren jetzt. Genau, das ist ja auch wirklich dein beruflicher Background auch, ne? Ja, ich bin selbstständiger Dachdecker, genau. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht 2007 und seitdem habe ich so ein Doppelleben, Musik und Dachdecker. Hättest du irgendwann mal gedacht, so
Top 20 deutsche Albumcharts irgendwann mal. Das war ja in der Tat der Fall bei euch 2013. Da habt ihr nämlich das Album Rastlos auf den Markt gebracht. Und das Ding ist tatsächlich richtig hochgeschossen in den deutschen Albumcharts auch. Ne? Ja, das ist so. Ja, wir hatten das Album davor, das war auch schon in den Top 100. Das war Platz 92. Ja. Ja, das war, wir hätten ja niemals damit gerechnet, weißt du, so die Albumcharts, deutsche Albumcharts, ja. Ist ja so ein Ding, wo du so denkst, ach, da kommst du nie rein, wenn du irgendwie mal aus Spaß an der Freude Musik machst. Ja, und dann hatten wir das mit dem einen Album geschafft und bei dem zweiten, dann haben wir dann selber im Proberaum auch schon Prophezeiungen losgegeben. Jeder musste mal so einen Tipp abgeben quasi. Und im Endeffekt, der Stefan hat sogar eine Punktlandung gemacht. Ja, stimmt, genau. Der hat genau den Platz vorausgesagt, dann Platz 16. Das war dann schon Wahnsinn. Ja, wir haben ziemlich gefeiert, als wir das dann gehört haben. Ja. Das glaube ich. Und mittlerweile, das kommt ja bald auf den Markt, hier vorne steht es auch schon auf dem Tisch, am 30. Januar ist es soweit, das neue Album Karma, Album Nummer 6 mittlerweile. Und wir haben auch noch was zu verlosen gleich für euch, werden wir natürlich auch noch gleich alles in Ruhe vorstellen. Wir wollen natürlich auch mal ein bisschen Musik hören. Hier habe ich noch mal einen Song herausgesucht, der heißt Fallen und Fliegen. Der ist nämlich von dem Album aus dem Jahr 2013. Bevor wir dann gleich über den aktuellen Sound sprechen werden, ganz kurz mal reingeguckt. Hier sind es nämlich die Jungs von Kerbholz mit Fallen und Fliegen. Ich hab den Abgrund gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, fast den Hals zu verlieren. Die falschen Fragen zu stellen und nicht zu erkennen, was klar und deutlich erkennbar schien. Die bittere Wahrheit außer Acht gelassen. Da gibt es Leute, die tanzen und andere, die hassen. Welche, die führen und viele, die folgen. Wölfe und Lämmer und die, die nicht an Wölfe glauben. Auf alle fünf Jahre wie Fliegen für einen kurzen Augenblick. Bist du schwer los, dann bricht es dir dein Genick. Ja, da ist nicht der auf dem falschen Weg. Ist der diese nicht sieht. Jawohl, absolut ehrlich, absolut authentische Musik von Kerbholz. Das ist das Schöne. Und wir haben ja eben natürlich gesprochen über Ruppiger Roth, über eure Heimat auch. Und das finde ich ja das Faszinierende, dass da wirklich alle bei euch auch mitmachen gerade jetzt auch. Also ich habe immer mal gelesen, es werden zum Teil an der Tankstelle werden die Tickets auch verkauft unter anderem. Und vor allen Dingen auch die Release-Party, das finde ich geil zum neuen Album Karma. Wo wird die stattfinden? Das finde ich auch sehr, ja, Die Release-Party selber. Also wird die Release-Party, wenn Karma rauskommt, dann wären wir bei unserem Nachbarort in Walpole, ein Städtchen sind die halt zwischen, also ein Städtchen sogar. Da werden wir beim Expert da mal auflegen, also ein paar Liederchen. Also quasi In-Store-Gigs machen. In dem Laden? In dem Laden, das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Der ist aus allen Nähten geplatzt, aber es war sehr, sehr amüsant, da muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Also akustisch auch natürlich, klar. Aber ja, das ist auch der Laden übrigens, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Okay. Die Wege sind kurz und das ist halt bei unserem Land super. Ne? Danach gehen wir alle schöne Kneipe, ein bisschen was feiern und Spaß haben. Und die Kneipe, wo ich damals die Jungs kennengelernt habe auch. Okay. Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall eine Sache wollen wir noch drüber sprechen. Es geht vor allen Dingen auch um ein Event, was ja mittlerweile auch schon ein richtiges Kult-Event ist. Das findet auch bei euch statt. Das nennt sich Heimspiel. Unser Heimspiel, ja genau. Was ist Heimspiel? Was könnt ihr den Leuten dazu sagen? Ja, das ist quasi unser Festival und unsere Heimat. Wir organisieren unser eigenes Festival, genau, mit diversen Bands. Jetzt letztes Jahr erstmal so über 2 Tage. Ja. Und fahren wir dieses Jahr natürlich fort. Und und das wird auf jeden Fall eine schöne Sause. Und da ziehen wir natürlich auch dann, ähnlich wie bei Wacken, alle Mann mit ins Boot, die wir kriegen können. Der örtliche Sportverein engagiert sich da unheimlich mit. Ja, alle sind dabei. Ne? Wie doch im Land so ist. Ne? 2012, auch da wollen wir natürlich mal ganz kurz reingucken, wie das wirklich aussieht, wenn die Jungs vor Ort ihr eigenes Festival zelebrieren. Ja. Hier sind sie, Kerbholz, paar Eindrücke aus dem Jahr 2012. Ich habe nie mehr von dir nicht. Für meine Idee
Rockmusik, wir lieben Fußball. Jawohl, da haben wir nochmal gerade das Tattoo auch gesehen. Vollgas, Rock'n'Roll, auch bei euren Fans. Also richtig was los. Danke schon mal für diesen Moment. Wir werden gleich natürlich über das neue Album sprechen. Karma, 30. Januar kommt es offiziell auf den Markt und was zu verlosen. Haben wir natürlich auch. Dazu aber erstmal gleich mehr mit den Jungs von Kerbholz. Jetzt geht erstmal rüber hier zu Natascha und zu Seppo.